Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4 Guild WG. Wir sind wieder da und die, ja, muskulöse Mia geht gerade die Treppen rauf und Dominik denkt sich nur so, what the fuck? Warum sieht die muskulöser aus als ich? Ja, das würde ich auch gerne wissen, warum das so ist, aber ich glaube, wir müssen einfach mit Mia mal wieder ein bisschen mehr fressen und ein bisschen weniger trainieren. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, sie wieder so einigermaßen normal zu kriegen. Und unsere kleine süße Maus, wo willst du hin? Sie möchte die Grundschule besuchen. Wie süß. Sie muss zwar dringend pieseln, aber sie geht. Na gut. Ich habe mir überlegt für diese Folge, dass wir das auf jeden Fall so machen, dass wir heute Alessia zum Teenie heranwachsen lassen. Dazu müssen wir jetzt natürlich warten, bis sie wieder aus der Schule kommt. Das macht aber nichts. Und in der nächsten Folge werden wir dann uns dem Umstyling widmen, der Girls WG. Denn ich finde, so ein Umstyling haben die dringend mal wieder nötig. Du bist immer noch joggen, das ist ja krass. Bist ja voller Joggingtier geworden. Geh mal wieder nach Hause hier. Komm, ich bin völlig überfordert. So, hier. Am besten gehst du dann mal ein bisschen duschen und dann kannst du mal oben gucken gehen, was deine Zwillinge so machen. Denn wir haben jetzt in der letzten Folge Zwillinge gekriegt. Sind die nicht süß? Einmal der Nick und einmal die Lara. Total süß, die beiden. Ich freue mich mega, dass wir Zwillinge gekriegt haben. Und kaum freue ich mich drüber, ist der eine schon am Heulen. Warte mal, dann lassen wir das mal den Dominik machen. Der Dominik guckt nämlich, glaube ich, gerade eh nur Fernsehen und isst Kuchen. Ich hatte euch ja auch gefragt, wie ihr das findet, so, ne, dass wir jetzt voll sind in der Familie und bla 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 bla. Und viele haben gesagt, ja, wenn Celine auszieht, hätte ich nichts dagegen. Manche wollen auch nicht, dass Celine auszieht. Viele wollen auch nicht, dass Mia noch ein Kind kriegt. Viele wollen aber wiederum, dass Mia noch ein Kind kriegt. Und deswegen ist es im Moment ziemlich schwierig. Ich kann mich ehrlich gesagt selbst nicht so ganz entscheiden. Ich möchte einerseits noch ein Kind von mir und andererseits möchte ich aber auch ganz gerne, mein Gott, andererseits möchte ich aber auch super gerne Celine behalten. Also es ist im Moment echt schwer. Viele haben auch so gesagt, ja, mach das doch so, dass Celine dann auszieht und mit ihrem, das sieht sehr, ja, genau. Viele haben auch gesagt, mach das so, dass Celine mit ihrem Marcel auszieht und dass wir dann sozusagen, ach, jetzt sind sie wieder ruhig, das ist sehr schön. Und dass wir dann sozusagen so eine Art eigenes Let's Play damit aufziehen. Das halte ich aber für eine schlechte Idee, denn wenn wir Celine ausziehen lassen und die mit Marcel zusammenzieht und wir hier in dieser Stadt weiterspielen mit Celine, dann, die heutige Post wurde zugestellt, das freut mich sehr. Wir lassen sie mal alleine losgehen. Dann ist es so, dass die Zeit ja weiterläuft. Und dann läuft auch die Zeit hier in der Girls WG weiter. Und dann kriegen wir natürlich oft nicht mit, dass hier irgendwas passiert, ne? Und das will ich dann irgendwie auch nicht. Boah, was? 9.000 € für eine Rechnung? Was ist denn los? Wir können die nicht bezahlen. Fuck. Aber sie geht ja jetzt arbeiten. Ach, ist das nicht unsere Hausfrau? Tatsächlich. Haben wir nicht gesagt, irgendeiner fängt was mit der an? Hm? Haben wir das nicht? Alessia Heck? Ist das nicht eine von euch? Ich weiß, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Alessia Heck, war das nicht eine erstellte Simmel von euch? Ach, die beiden. Was ist denn mit ihr los? Sie freut sich voll. Ist voll gut drauf. Ja, das müsst ihr auch entscheiden. Habt ihr Bock auf so eine Story, dass zum Beispiel der Dominik irgendwie so jetzt, nachdem die ja jetzt Zwillinge gekriegt haben und so läuft, das jetzt alles nicht mehr so, weißt du, weil Mia sich halt viel, Mary sich halt viel um die Kinder kümmern muss. Und dann findet plötzlich der Dominik das Hausmädchen gar nicht so schlecht und ja, flirtet so ein bisschen mit ihr. Also könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock auf so eine Story habt. Wir stellen uns einfach mal schon mal freundlich vor. Wir können ja so uns gut verstehen, das macht ja nichts. Was passiert hier zum Teufel? Warum stehen die immer ineinander? Was ist das für ein Face? Ein ekeliges. Ich mache das einfach schon mal so ein bisschen. Also ich lasse die sich einfach schon mal so ein bisschen wenigstens anfreunden. Was dann daraus passiert, das entscheidet ihr dann. Also, wenn ihr Bock auf so eine Story habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren, ob ihr da Lust drauf habt, dass Dominik so ein bisschen einen auf Fremdgehen macht. Also, vielleicht muss er muss ja auch nicht komplett fremd gehen. Vielleicht einfach nur so knutschen oder so. Wäre schön, wenn er jetzt endlich mal mit ihr reden könnte. Oh, 8 Kilometer latschen. Boah, Trinkgeld geben 100 Euro. Das machen wir mal. Das kommt bestimmt gut an. Oh.
Bitte schön, du hast es dir verdient. Du hast noch nicht viel gemacht, aber du hast es dir verdient. Danke, sagt die einfach, weißt du. Oh nee, flirten mache ich noch nicht. Aber schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, weil ich halte das eigentlich für eine ganz geile Story, so, ne? Weil wir können ja, ne, so das wirklich auf diese Schiene ziehen, dass Mary sich halt viel um die Kinder kümmert und so nicht mehr so viel Zeit für Liebe, ne, hat. Und dann, ja, und dann findet Dominic halt so ein bisschen Interesse an anderen Frauen. Und ja, das könnt ihr entscheiden. Ob er dann letztendlich auch ein Techtelmechtel mit ihr hat oder nur mit ihr flirtet oder nur irgendwie so ein bisschen eine Knutscherei hat, eine heimliche, das entscheidet ihr dann. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Bei Mia und Mason halte ich das für eine schlechte Idee, weil Mia und Mason sind halt gerade erst verlobt sozusagen. Und da warten wir auch noch immer auf die Hochzeit, die ja immer noch nicht gekommen ist. Leute, ich lasse mir aber auch echt viel Zeit. Die machen wir aber auf jeden Fall auch noch. Also die Hochzeit wird noch kommen, macht euch keine Sorgen. So, wir freuen uns jetzt einfach mal erstmal fett mit dir an und dann schauen wir mal. Bitte Warteschlange ist voll. Ich wollte euch nur mal kurz sagen, dass die Warteschlange voll ist. Nicht, dass ihr euch wundert. So, was macht denn der Mason? Der Mason, der geht jetzt erstmal schön entspannt baden. Das kann er auch tun, das hat er sich dann auch verdient. Die Mary, die macht gerade nicht so wirklich viel. Die kann ja eigentlich mal was Leckeres kochen, ne? Das halte ich auch für eine gute Idee. An meinem verbackten Kühlschrank, den ich mal 80 Mal anklicken muss, damit überhaupt irgendwas passiert, kochen. Was kochen wir denn mal? Worauf hätte ich denn jetzt Lust? Ah, so ein Apfelkuchen ist geil, oder? Oder Asia-Hühnchenpfanne, auch lecker. Wir machen eine Asia-Hühnchenpfanne. In Partygröße, weil wir sind ja mittlerweile schon eine Party, eine riesengroße Party hier mit den 8 Sims, die wir jetzt zu spielen haben, finde ich ganz gut. Und ich freue mich auch schon mega auf das Umstyling, wird auch mal wieder Zeit. Wir haben jetzt auch wieder ein paar neue Klamotten noch am Start, die wir dann noch anwenden könnten. Ja. Und wenn die dann immer so nach und nach, wenn die dann halt ein bisschen mehr Kohle haben, werde ich hier auch noch wieder ein bisschen was umstylen und wieder ein bisschen was neu machen und so weiter und so fort. Und einen Gärtner sollten wir vielleicht auch mal engagieren. Hier kann übrigens die Kuhpflanze gefüttert werden, das kann mal bitte jemand machen. Den engagieren wir jetzt einfach mal, dann kann der sich nämlich auch immer schön um unsere, ja, ihr wisst schon, um unsere Blumen hier draußen kümmern und um die Kuhpflanze natürlich. Dann brauchen wir da nämlich nicht immer unbedingt zwangsläufig dran erinnern. Ach, die ist so süß, ne? Ich liebe unsere Kuhpflanze. Ich hätte gerne selber eine. Die könnten wir auch mal melken übrigens. Wir machen einmal wieder regelmäßiger Gartenservice, weil wir haben ja das Geld. Eigentlich haben wir das Geld im Moment überhaupt nicht, aber wir machen es einfach mal. So. Und wird es ein Gärtner oder eine Gärtnerin? Danke, Gärtner. Und Montag um 13.26 Uhr. Ach, da kommt heute noch. Das ist ja super. So, herrlich. Kuhpflanze ist versorgt. Das finde ich sehr gut. Sieht aus, wäre alles fertig. Das macht dann 106 Simoleons. Und wir haben dir noch 100 Euro Trinkgeld, also Simoleons Trinkgeld gegeben. Das heißt, die hat 200 Tacken heute verdient, die Alte. Läuft auf jeden Fall bei ihr. So, dann räumen wir das hier nochmal eben weg. Und dann sehe ich gerade, dass da jemand wieder am Weinen ist. Oh, die sind so süß. Wir machen mal... Warum können wir die Windel nicht wechseln? Das Kind stinkt doch. Ich sehe es doch. Mit Flasche füttern. Und hier mal dasselbe. So, Dominic, komm, hau rein. Ach, Mason ist auch schon da. Das ist ja herrlich. Guck mal, die zwei Männer, wie die sich hier kümmern. Das finde ich gut, oder? So gehört sich das. Wie das aussieht, einfach zu süß, ne? Wie die beiden Kerle sich hier um die Kinder kümmern, finde ich irgendwie gut. So, wie lange ist denn unsere süße Maus noch in der Schule? Die müsste es doch jetzt gleich geschafft haben, 15 Uhr, ja, die kommt jetzt gleich nach Hause. Und dann würde ich sagen, laden wir auch direkt mal noch ein paar Freunde ein und dann feiern wir hier ein bisschen Geburtstag von der Kurzen. Wird nämlich ganz dringend mal Zeit. Stinkt das Kind jetzt die ganze Zeit? Ist das jetzt verbuggt? Was soll das? Ich will nicht ein stinkiges Kind haben. Das finde ich doof. Und der Dominik kann auch mal hier ein bisschen weiterzeichnen, aber dazu müsste er vielleicht erstmal auf Klo gehen. Da geht er mal eben unten runter und macht mal eben Pipi-Lotterchen hier auf dem Klöchen und dann kann er wieder hochkommen und weitermalen. So, Marie. Das kannst du bitte auch in... Leg das weg. Und das kannst du aufräumen, bitte. Das sieht voll lecker aus, ja. Boah, da hätte ich auch Bock drauf, auf so ein Hähnchen-Curry. Sieht schon geil aus.
So, und dann kannst du auch mal pinkeln gehen. Und dann warten wir eben, bis die Kleine aus der Schule kommt, was jetzt der Fall sein müsste. Soll Alessia, Kameraden und Max zu sich ein? Ja, warum nicht? Wir feiern ja jetzt eh Geburtstag, da kommt das ganz geil. Ach, der Gärtner war schon da. Da ist der Gärtner, ja. Hey, toll. Und hast die Hälfte vergessen, du Affe. Was ist denn los mit dir? So, was will er jetzt genau? Er hatte gerade irgendwie Mary als... Ach, da ist ja der von den Abtrünnigen, ne? Tatsächlich, das ist ja lustig. So, und dann würde ich sagen, feiern wir mal eine Geburtstagsparty. Können wir das überhaupt? Können wir überhaupt ein gesellschaftliches Ereignis planen? Nee, können wir tatsächlich gar nicht. Dann machen wir das halt als die Mama. So, und dann machen wir mal so eine ganz kleine Geburtstagsparty nur, oder? Muss ja jetzt nichts Fettes werden. Geburtstag, was heißt das denn? Die erfolgreiche Ausrichtung von Prestigeverhandlungen bringen die Ziele und aufregende Belohnungen ein. Ja, müssen wir das jetzt, müssen wir nicht unbedingt machen, ne? Da machen wir so eine ganz einfache Geburtstagsparty. Geburtstagssim ist unsere süße Alessia. Und Gäste sind natürlich wir alle. Und Ellie kann kommen. Paula Eule kommt. Dennis kommt. Dasha, Nicolina. Martin kann echt mal wieder kommen. Der Martin, der fragt mich schon die ganze Zeit, wann er mal wieder kommen kann. Die Mimo kommt. Mimo, Mimi. Franzi kommt. Du kommst, du kommst. Ach, jetzt kann ich dich nicht mehr einladen, das ist ja blöde. Ja gut, dann müssen die jetzt mal zu Hause bleiben. Wer ist denn der Caterer? Der Caterer ist jetzt einfach mal der Patrick Summers. Das finde ich ganz gut. Der Mixer ist Katharina Caliente. Und der Entertainer... Ach, wir brauchen keinen Entertainer. Scheiß auf Entertainer. So, und wir feiern natürlich bei uns... Girls WG Residence. Mia ist momentan bei der Arbeit. Der Chef von Mia, weiß der Chef, wir haben schon gar keinen Chef. Dann bist du sicher, dass du... Nein, dann bleibt Mia zu Hause, das macht ja nichts. So, und dann backt die Mama natürlich mal einen Kuchen, würde ich sagen. Und zwar so einen pinken. Einen pinken hätte ich gerne. Aber dieser verbackte Kühlschrank, es geht mir so auf die Eier, dass ich hier immer tausendmal alles drücken muss. So, wo ist der pinke? Weiße, Hamburger, zuckerfrei, ja, nein, 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 zuckerfrei auf gar keinen Fall. Da, Erdbeerkuchen. Den wollen wir. Wir wollen den Erdbeerkuchen. So, und dann macht die Celine. Ja, die kann sich mal ein Getränk nehmen. Und hier die Brunnen füllen mit Schokolade, weil es eine Kinderparty ist. Und da brauchen sich die Erwachsenen auch nicht besaufen. Die Erwachsenen können es dann auch mal sein lassen. So. Mh, lecker. So, Josie kommt, weißt du, Josie kommt hier rein, das erste, was sie macht, an den Kühlschrank gehen und sich erstmal einen Drink holen, weißt du? Also, das kann ich mir wirklich vorstellen bei ihr, das ist echt so. So, und Mira ist auch da, die ist auch schon bereit. Wer ist noch hier? Die Dasha, wir machen mal hier die Musik an, wir machen mal auf... Pop. Und dazu machen wir die Lautstärke auf hoch, das ist sehr gut. Machen wir mal nächstes Lied. Bin ich blöd oder kommt da einfach kein Pop raus? Ah, jetzt ist Pop. Sehr gut. So, das gefällt mir doch schon viel besser. Was ist mit dem Kuchen? Wie lange braucht er noch? Ah, fertig. Sehr schön, sehr, sehr schön. So, und dann können wir den nämlich genau... Stell den mal hier auf den Tisch oder so. Sehr gut. Da liegt eine Erdbeere mit Schokolade. Finde ich auch sehr geil. Geburtstagskerzen hinzufügen. Das machen wir auch mal. Warum sieht dieser Mann so komisch aus, als ob er Brüste hätte? Oder meine ich das nur? So, und dann kommt natürlich unser Geburtstagssim, der jetzt hier die Kerzen auspusten darf. Und das machen wir jetzt auch mal direkt. Abfeiern. Achso, okay. Könnt ihr mal das Kind vorlassen? Das wäre ganz freundlich. Oh Gott, wie sieht sie denn aus? Ach du Scheiße. Ja, also wie ihr seht, ein Umstyling ist dringend nötig. Alessia ist älter geworden. Was machen wir denn mal? Wir machen...
Dieser möchte Leiter der besten Gruppe der Stadt werden. Nee, Witzbold, Freundin der Welt. Partylöwin, oder? Alessi ist so eine Partylöwin. Das passt irgendwie auch zu mir, weil sie ist ja auch musikalisch. Und dann machen wir noch tanzwütig. Das finde ich geil. Das machen wir. Die ist so eine richtige kleine Partymaus. Das finde ich gut. Das machen wir so. Und ja, dann würde ich sagen, zur nächsten Folge machen wir auf jeden Fall. Ja, ist ein Teenager. Hey, super. Zur nächsten Folge machen wir auf jeden Fall dann das Umstyling klar. Ich freue mich da auf jeden Fall schon riesig drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Girls WG, dann das Umstyling. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich sage, bis demnächst. Tschüssi!